Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Dead Saints and Sinners. Ja, zwei Folgen habe ich bisher schon hier aufgenommen. Bin bereit für den Krieg. Meine Musiksammlung steht. Alles so, wie es sein sollte. Ich hatte jetzt zumindest mal Zeit, in die Aufnahmen reinzuschauen. Noch nicht bearbeitet zu diesem Punkt, aber zumindest reingeschaut. Ich muss mal gucken, dass ich immer versuche, ein bisschen tiefer zu gucken. Weil, ich habe da einen Vergleich gesehen. Da sehe ich meine Hand ungefähr, also in der Höhe. In der Höhe seht ihr ungefähr selber. Den Höhenunterschied habt ihr ungefähr, den ich habe. Fragt mich nicht, wieso. Wenn ich das über OBS aufnehme, wäre es nicht anders. Also, ihr habt schon einen deutlichen Höhenunterschied. Ich muss immer gucken, dass ich ein bisschen tiefer gucke. Damit, naja, eigentlich, ihr habt die höhere Sicht, ich habe die tiefere Sicht. Also so im Vergleich. Gut, ist das direkt von Anfang an geklärt. Zweite Sache. Wir wollten ja... Nee, warte, nicht da muss ich greifen. Da muss ich greifen. Wir wollten heute ja hier nach... zu Bourbon Street bei Tag. Table befürchtet, dass der Turm den Radiosender im French Quarter zu Propagandazwecken nutzen will. Robert die Senderkabine des Turms und bringt JBs Abschlusspredigt auf Sendung. Das ist so ungefähr unsere Mission. Wir haben zwar noch hier alles an einem Ort, müssen darauf warten, dass der Pfandortkönig hier über Funk seine Geschäfte am Laufen bringt, aber ich glaube, das wird er vorerst noch nicht machen. Wir haben hier eine Sendortliste und ich habe schon auf dem Pfandkönig gestellt. Aber ist nicht so, als ob der uns antwortet. Ja, bei der Bourbon Street ist bestimmt so einiges los. Im Übrigen auch eine Sache, die ich jetzt nachträglich nachgeguckt habe. Es hätte keinerlei Unterschied gemacht in Chapter 1, was mit Casey passiert. So traurig es auch klingt, was mit Casey passiert, ist im ersten Chapter komplett egal, weil offenbar stirbt er so oder so. Also zumindest habe ich das rausgefunden. Bei mir hat er ja überlebt, aber mich interessiert es natürlich, was mit Casey passiert ist und demnach habe ich zumindest den Teil nachgeguckt. Sorry, ich kriege gerade meine Brille nochmal. Meine VR-Brille. Und so traurig es auch klingt, Casey ist einfach tot. Kann man nichts gegen machen, ne? Sollte er uns doch auftauchen, ist es eine positive Überraschung, aber laut offizieller Quelle des Spiele-Wikis ist er tot in Chapter 2. Unsere Vorbereitung steht eigentlich soweit. Also ich habe ein bisschen was am Waffen dabei, ein bisschen Heilung. Ich habe sogar Tarnfleisch dabei. Na gut, eine Heilung kann ich, glaube ich, so zwei Dinger ruhig weglegen. Ich habe noch das Verscherbelmaterial vom letzten Mal dabei. Ich muss den Schädel noch wegschmeißen. Wenn ich dann schon dabei bin, tue ich eben kurz hier zwei von den Verbänden weg. Also hier oben werde ich jetzt hinreißen. Ich guck gerade, gibt es ein paar neue Gebiete vielleicht? Auf den ersten Blick kommt mir jetzt nichts neu unbedingt vor. Naja, wir sehen uns in der Bourbon Street, ne? So Leute, da sind wir in der Bourbon Street.
Wir müssen zu dem Radioturm, wenn ich es richtig gelesen habe, ne? Zur Bird Lounge. Er ist direkt hier links um die Ecke rum. Okay, ich bin bewaffnet. Beispielsweise gegen die. So, jetzt wird es übrigens ab sofort wichtig, was mit dieser Uhr ist, weil diese weiße Leiste sagt, wie lange ich hier sein kann. Wenn die abgelaufen ist, dann ist hier die Hölle los. Hat er einen Zombie über den Haufen geschossen oder einen Menschen? Gehen wir erstmal zur Bird Lounge. Aber vorher schalte ich dich aus. Keine Ahnung, wo du herkommst, aber direkt ausgeschaltet. Hallöchen. Darf ich mal in Ruhe diese Tür öffnen? Da will ich doch rein. Wie komme ich da rein? Ach, ist ja schon wieder so einer. Während ich hier noch den Eingang da rein suche. Komme ich von hier aus vielleicht rein? Vielleicht kann ich da jetzt später rein. Für den Radioturm muss ich hier geradeaus durch. Da kann ich gerade sowieso nicht rein. Ach, jetzt ist aber mal langsam gut hier. Hallöchen. Mann, das ist eingepackt. Hallöchen, bist du mir freundlich gesinnt? Ich muss mal kurz was gucken. Es gibt so eine Stimmeneinbindungsfunktion und es fühlt sich so an, als hätte ich die an. Hey! Na gut, wenn du mir so kommen willst. Ich wollte hier nur vorbei.
nach der ist auch zum Zombie geworden. Ich habe den Kopf nicht erwischt. Eigentlich sollte ich hier doch rüberklettern können. Oder auch nicht. Ich glaube, so komme ich nicht dahin. Ich muss hier rechts durch. Hallo? Hiermit habe ich nichts zu tun. Danke für die Munition und die Schrotflinte, denke ich mal. Den Revolver von ihm stecke ich ein. So, wie war das? In der Richtung. So ging das Klo auf. Also ich weiß ja, dass ich hier richtig bin. Jetzt muss ich da rein. Ich will die Gitarre mitnehmen. Hier komme ich hoch. Niemand drin. Kann ich hier hochklettern? Oh. Exquisit. Ich wollte es eigentlich werfen. Wir wissen ja nicht, wie viele da drin gammeln. Also wollte ich eventuell versuchen, welche rauszulocken. Es wäre nicht so dumm, die Schrotflinte rauszuholen. Für da drin.
medizinische Sachen nehme ich doch immer gerne mit. Ich glaube, hier hat schon jemand gewütet. Und einen Löffel, den brauche ich. Okay, ich denke mal, die sind nicht fies. Die schon. Und weil sie bekanntlich wieder aufstehen können. Wie gesagt, ich glaube, hier hat schon jemand gewütet. Wir wollen ja eigentlich nur nach unten. Warte mal, wir können es auch umgekehrt machen. Mein Gott, ich will die Lampe greifen. Ein Kruzifix. Mein neues Gaming-Headset. Ihr habt auch einen beschissenen Montag, ne? Entschuldigung, bei euch, einen beschissenen Mittwoch. Ah, hier komme ich runter. Warte mal. Zwei auf einen Streich. Weg mit der Visage. Mann, jetzt hör auf, die scheiß Pistole zu greifen. Ich muss ein bisschen weiter vor mit meinem Stuhl gerade rücken. Ich treffe die ganze Zeit meinen Schrank.
Ja, nach irgendeiner Zeit stehen die wieder auf. Aber dann nicht als Lebendige. Oh, kann ich die Pflanze mitnehmen? Schade. Mit den Helmen ist es immer so kacke. Gekauft. Never forget Old Town. For 3 days, the bells rang. The key to our security turned into a weapon of mass slaughter. Without the bells, the dead rule the streets. Ich glaube, was ich suche, ist oben. To turn this blessing ganz into oben. A curse is the most heinous of crimes. Double pump gun action. Such a senseless wound on our city. Who would try to frighten us into submission? We'll find the perpetrator. You messed up. And they should pay dearly. Any information about the incident will be met with gratitude. You have my word. That other coward responsible for this offense. You are now the hunted. You will not forget Old Town. In the end, justice will be ours. Power will always stand. Come. Ach, kannst du das nicht mal anständig wegpacken? Offenbar ist hier die Info, die ich suche. Okay. Etwas ist los, such weiter. Jetzt sie sind weggefahren. Okay, jetzt halt uns einfach nur warten, bis sie mit Walkie-Talkie bereit ist. Dann schalte ich mal auf Karte, dann gehen wir zu dem Bird-Gebäude zurück. Tourist, if you can hear this, we need to talk. Beep us back. Vielleicht meldet sich ja jetzt einer von denen. So oder so leere ich erstmal mein Inventar. Ich habe dort auch gut aufs Maul bekommen. Von den Schützen. So, meine neue Gitarre habe ich natürlich nicht verschrottet. Mit der muss ich Musik machen. Hallo, hallo, 1, 2, 3, bravo. Bravo Delta Team, bitte kommen.
Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallo, hallo. Vielleicht, wenn ich jetzt zum nächsten Tag gehe. Sonst muss ich vielleicht wirklich so der einmal persönlich hin. Dafür brauche ich Stiele und Phosphor, um das aufzubessern. Und dafür brauche ich auch Phosphor. Na gut, dann bleibt hier nichts anderes übrig, als sich einzusaufen. Ich glaube, ich muss wirklich da persönlich einmal hin. Ich will zumindest gucken, ob der eine dieser Pfandkönig sich jetzt meldet. Oh, der meldet sich. The Pond King is open and the dealing can commence. Ah, da habe ich ja viel verkackt. Ich habe die Sendekabine und so weiter nicht gefunden. Bywater. Na gut, da haben wir ja ein bisschen was vor uns, ne? Aber ich würde sagen, das sind Sachen fürs nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann kennt ihr den Drill. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.